Aber ich habe das Wort schon einmal benutzt, soziale Unruhen. Wie lange halten wir das denn als Bürger durch? Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann eine Situation entsteht, Herr Kanitschik, wo ich sage, das ist mir jetzt scheißegal, was die Politiker diskutieren. Alle zucken sie mit den Schultern und sagen, es geht nicht und es geht nicht und es geht nicht. Wir nehmen mal die Steine und schmeißen die Scheiben ein und bedienen uns selber. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber alle reden jetzt von einem heißen Herbst, wie wir wissen. Und wenn man sich die Aussagen von Sparkassenchefs zum Beispiel vor Augen führt, die sagen, die meisten Menschen können gar nichts mehr auf Seite legen, die können nur ihre Lebenserhaltungskosten halt begleichen und sonst nichts. Und die Lebenshaltungskosten steigen Monat für Monat, dann könnte es doch sehr eng sein. Und das beflügelt natürlich auch die Populisten. Ja. Also ich würde nicht ausschließen, dass die AfD, die eben diese Montagsdemos jetzt im Herbst plant, davon einen ordentlichen Schub bekommt. Das ist ja eine merkwürdige Situation, Herr Grimm. Da gehen die Rechten, die AfD, mit den Linken gemeinsam auf die Straße. Und benutzen die Montagsdemos der Ostdeutschen als Folie, als sozusagen gerechtes Bild des Volkes, das jetzt auf die Straße geht und souverän sein will. Und haben die gleichen Schlagworte. Ja, es wird ja immer bestritten, dass die Hufeisentheorie richtig ist. Das heißt, dass sich die Ränder wie in einem Hufeisen an einer Stelle treffen. In diesem Fall, in diesem Falle trifft es zu. Ich möchte jetzt nicht AfD und Linke gleichsetzen, um Gottes Willen. Dagegen spricht vielleicht, dass die Deutschen ja anders als die Franzosen zum Beispiel ein sehr, naja, man sagt immer der deutsche Michel mit seiner Mütze, politisch, naja, schläfriges Volk sind. Also bevor die Deutschen auf die Straße gehen, es gibt ja dieses... Aber Herr Grimm, das ist doch wieder so eine Selbstbesänftigung. Wissen tun wir das nicht, wir hoffen das nur, dass wir keine Gelbwesten kriegen. Ja, nein, wissen tun wir das nicht. Die historische Erfahrung, würde ich sagen, spricht dagegen. Vielleicht heißer Herbst muss man auch abwarten, weil wir sagten, die wirklichen Preiserhöhungen, die schlagen sich dann Anfang nächsten Jahres vielleicht erst durch. Vielleicht wird es dann ein heiß-kalter Winter. Man muss mal schauen, also soziale Proteste und die Dynamik vorherzusagen, ist extrem schwierig. Anders als in Frankreich haben die Deutschen aber keine ausgeprägte Protestkultur. Wobei in den letzten Jahren gab es immer wieder solche Wellen, also wenn wir an Pegida denken, nicht? Und das hat ja schon also oder G7 in Hamburg eine gewisse Wucht gehabt. Oder G7 da brannten Hamburg, schon genug Autos. Mhm. Also so auszuschließen würde ich das nicht. Nein, ich will es auch nicht ausschließen, aber ich meine, dass es so eine Wucht wie in Frankreich entfaltet, in der dann letztlich im ganzen Land die Städte in Aufruhr waren, das hat es bisher in Deutschland nicht gegeben.